Was geht ab, Zocker-Community? Hier ist mal wieder der Aggressor für euch und ich möchte euch heute einen neuen Mod bei StarCraft 2 Heart of the Swarm zeigen. Der Mod heißt Rage TD US. So, werde den Mod jetzt hier mal starten. TD, ne, steht für Turmverteidigung. Nein, für Tower Defense natürlich, ist Abkürzung. Was ist das hier, Tower Defense bzw. Turmverteidigung? Man hat hier, wie hier schon sehen, 37 Wellen gibt es von Einheiten. Und mit den Towern werden diese Einheiten natürlich abgeknallt. So, werden jetzt hier erstmal den Modus Easy anwählen. Easy, Normal und Standard. Zack, klicken wir auf Yes. Machen wir so. So, und man hat halt in dieser Turmverteidigung insgesamt 100 Leben. Und jedes Mal, wenn eine Einheit durchrennt, verliert man halt ein Leben. Das ist nicht so schön, ne? So. Und das muss man natürlich verhindern. Deswegen baue ich jetzt hier erstmal so zwei von diesen kleinen Slicer-Towern hin. Smiths in Slicer mit den elastischen Beinen. Ja, der Slicer-Tower hat so einen Schuss wie der Koloss. Und ist sehr optimal für die erste Welle. Wunderschön, wie die beiden hier zusammenarbeiten. Kann man nicht anders sagen. Hier wird schön gebraten, ne? Fast wie im Kochstudio. Den letzten nehmen sie auch noch weg. Der Dicke gibt hier sogar 6 Mineralien, wie man sehen kann. Pupp, da steigen sie in die Lüfte. Und hat mir so eine nette Kiste hingeworfen. Ah, guck mal hier, ne? Diese Bosse sozusagen, die etwas fetteren Einheiten, werfen dann so welche kleinen Schatztruhen ab, ne? Wo ganz viel Gold und Silber drin ist. Nur für euch. Na, natürlich sind Fähigkeiten. Die kann man, indem man rechts darauf klickt mit dem Bilder, kann man die aufheben und hat die dann im Bilder hier drin. So, hier steht schon Topscope 10. Hier, man hat eine höhere Reichweite mit dem Tower um 10. Und dann, wenn man diese Fähigkeit, die kann man jetzt auf das Gebäude setzen. Man klickt einmal, also denn man hat die Bilder ja bereits angewählt und klickt dann einmal mit der rechten Maustaste auf das Item und klickt dann mit der linken Maustaste auf das Gebäude, wo man dieses Item gerne reinhaben möchte. Ich wähle jetzt mal das hintere hier, zack, und dann sieht man schon, zack, da ist das Item drin. So, hier wurde wieder ein Item abgeworfen. Nehmen wir mal auf. So, was kann das Item hier? Speed Charm. Also, der Schuss des Gebäudes erhöht sich um 300%. Das kann ich euch jetzt hier mal zeigen. Klicke ich jetzt mal drauf, habe ich jetzt hier aufgesetzt, wie man sieht, arbeitet sich das Gebäude ganz schnell hier nach vorne, wenn ich das jetzt mal wieder wegnehme. Jetzt auch wieder rausnehmen. Dann, wir schaffen es auch noch. Aber ich mache es jetzt mal kurz ohne. Dann erkennt man das nochmal ganz deutlich. Man kann jetzt auch einfach auf das Gebäude klicken und mit der rechten Maustaste hier auf das Item klicken und schon wird automatisch vom Gebäude das Item aufgenommen. Das Item. Jetzt mache ich das hier mal kurz und hier sieht man wieder, dass es jetzt hier alles ein Tuck schneller geht. Ich werde auf der anderen Seite jetzt hier mal eine Cannon setzen. Hier hin. Oh. Der rattert gut los, aber den räumen wir auch noch mit ab. Was haben wir jetzt hier Neues gekriegt? Ah, ein Damager. Der Angriffsschaden erhöht sich um 100%. Da gucken wir mal, jeder Tower hat hier so Updates, wie man sehen kann. Hier jetzt Level 4 erreicht, dadurch durch die Killzeit. Und dadurch erhöht sich natürlich auch der Schaden des Towers. Er beläuft sich jetzt momentan in Stufe 4 auf einen Schaden von 14. Wenn ich jetzt natürlich dieses Damage reinmache, ne, wollen wir mal gucken, mache ich jetzt mal auf den ersten Tower, waren 14, zack, 18, ne, habt ihr gesehen, wurde der Schaden des Towers erhöht. So, ich habe jetzt wieder noch ein neues Item aufgenommen, ein Stun-Chance, also eine Betäubungschance von 15%, oder dass den schwindelig wird, oder keine Ahnung, ob was, wenn auf jeden Fall betäubt und taumelt dann so ganz komisch rum, mache jetzt hier mal kurz drauf. Vielleicht wie hier, wie man sieht, wurde es gerade einfach kurz eingesetzt. Da wird da wie so ein... Oh, was ist das denn hier? Ah, komm, den ratter ich jetzt auch noch weg. Genau, ich muss jetzt hier schnell erstmal meinen nächsten Tower einbauen. Meinen Advanced Particle Tower. Optimales Teil. Der rattert gut los. Aber da werde ich den Speed Charm erstmal reinsetzen. Dann ist der wesentlich effektiver, wie man sehen kann. Ratatata, das geht richtig ab.
Und habe jetzt hier auch noch einen Nuke gekriegt. Den kann ich jetzt auch noch einsetzen. Und dann wird hier auch noch drauf genuked. Und was habe ich hier noch? Oh, nochmal ein Speedcharm von 400%. Nochmal 400% schneller. Das kann ich mir ja schon fast gar nicht mehr vorstellen. Dann hat der eine Schusserhöhung von insgesamt 700%. Boah, das geht natürlich ab. Werde ich gleich in der nächsten Welle zeigen, wie das Ganze so schön aussieht. Nämlich akkurat. Oh, da habe ich noch was. Was haben wir denn hier? Ah. Critical Hit Chance. Also der macht dann Crit-Schaden. Der Tower. Mache ich jetzt hier mal rauf. Okay, der Nuke hat schon alles erledigt. Ach genau. Hier machen wir auch nochmal drauf. Das hört der alter Falter, ey. Das nenne ich mal Multishot. Ratatata. Und da sind einige Truhen rausgefallen. 3 Stück an der Zahl. Wieder Betäubung, 30%. Eine höhere kritischer Schadenschance von 15%. Und nochmal 100% mehr Schaden. Nehmen wir jetzt alle dreimal auf. Oh, da ist noch eine. Habe ich ganz übersehen gehabt. Und was hat der? Ach, nehmen wir einfach direkt mal auf. Oh, Psi-Sturm. Psi. Propaganda-Style. Hey. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Und dann machen wir hier nochmal Speedcharm drauf. 3 Stück. 800%. Und nochmal kritischen Schaden machen wir auch nochmal drauf. Und betäuben auch nochmal. Ja, das hat dann natürlich recht. Der Sturm ist richtig geil. Und hier kommt auch wirklich nichts durch mehr. Alter Falter, ey. Der rattert ja ordentlich. Na, schaffen wir alles? Na klar. Erstmal kurz einen Schuss nach hinten gesetzt. Falls er vorbeifährt. Könnte ja passieren. Nee, hier nicht wirklich. Sehr geil, sehr geil. Ratatata. Macht der Turret. Der Turret, sage ich schon, der. Hier, Advanced Particle Tower. Ich frage mich nur, warum man das nicht nutzt, ne? Er hat da so viele Kisten liegen. Er hat, glaube ich, nicht so wirklich Ahnung davon. Ich schreibe ihm mal kurz, was er damit machen muss. Was heißt denn Truhe? Oh, genau. Ich habe einfach Item. Schickt er nicht anscheinend. Rechte Maustaste und aufheben. Mein Englisch ist sehr schlecht. Aber mich stört es nicht. Ja, ist jetzt sehr schlecht. Aber könnte besser sein, sagen wir es so. Oder läuft einer durch? Das ist natürlich jetzt Kacke. Dicke Kacke. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt seine Items hier aufnehme. Ich fahre jetzt mal kurz rüber, zeig euch das kurz mal. Zack, kann ich aufnehmen. Aber jetzt mein Ding hier langsamer. Ich gebe es ihm jetzt aber einfach. Kann ich das hier selber? Ja, cool. Ich muss jetzt erstmal hier was aufnehmen. Ich pack das jetzt einfach hier mal rein. Ich verstehe nicht, warum er das nicht gemacht hat. Weil er, keine Ahnung, ein fertiger Mensch ist. So, jetzt fahre ich erstmal ganz langsam wieder rüber. Erstmal seinen Gebäuden irgendwie Sachen hier gegeben. Muss schon für meinen Teammate mitarbeiten. Aber ich glaube, er ist irgendwie auch gerade AFK, er checkt irgendwie nichts. Aber Gott sei Dank geht dieser Block hier auch bald wieder weg, dass ich hier so langsam bin. Da wird mich hardcore ankotzen. Aussieht, hat mich das auch mit reingekostet. Ich
meine, ich hätte vorab wesentlich mehr mit Reihen. Soll das hier sein? Oh, cool. Das ist für mich jetzt neu. Was war das hier? Ich kann ja... Cool. Man kann ja viel mehr Fähigkeiten noch einsetzen. Ich habe mir nur gedacht, man kann das immer nur an den Gebäuden direkt einsetzen. Aber wie ich gerade gesehen habe, kann man das anscheinend hier auch direkt nochmal... Cool, man kann wirklich an den Bildern nochmal auf dieses R klicken und dann kann man hier sogar nochmal Damage off all your towers bei 15%. Aha, ich bekomme dann sozusagen 15% mehr Schaden bei allen Einheiten. Das kann doch nicht sein, oder? Coole Sache. Kann man mal machen, ne? Ich habe keine Ahnung, wenn ich das Blitz 1 hier bekomme. Aber anscheinend bekomme ich es. Oh, er hat schon so richtig Fetten gebaut jetzt. Alter Falter, ey. Ich bin hier immer noch langsam. Okay, Critical Kill Hit lasse ich drin. Betäubungschancen mache ich runter und gebe ihm nochmal 400 Speed. Haha, geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle nutzen kann. Okay, vielleicht doch. Vielleicht kann er also doch nutzen. Das Ding geht ja sowas von ab. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Aber ich glaube irgendwie schon. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier nochmal irgendwas dazu lernen. Ich weiß mich nicht genau, wann man halt dieses Plus 1 hier kriegt. Ah, cool. Ich hab's sogar vorhin schon geschrieben. Aber checkt, dass man die Items in den Gebäuden nutzen kann. Ich habe es ja vorne reingepackt. Nur anscheinend hat er da nicht so ein Interesse dran. Na, krieg ich das weg hier? Ja, aber macht das dann nicht? Ah, okay. Jetzt hat das auch mal gecheckt, dass man sowas machen kann. Muss ich auch langsam mal hier mein Rail Tower bauen. Ich meine meine Rail Cannon. Die macht nämlich den derbsten Schaden überhaupt. Wo gibt? Aber gleich kann ich es auch vornehmen. Ich hoffe, ich krieg noch genügend Mineralen. Da kann ich sie setzen jetzt schnell. Ich muss aber auch losgehen hier. Die brauchen mich ein bisschen. Ah, da ist sie schon. Aufnehmen. Ah, da kriege ich dann noch alles locker weggeröstet. Kein Ding. King Dingeling. So, werde jetzt das 400er Speed Update rüberpacken und werde jetzt gleichzeitig auch nochmal. Nein, das brauchen wir nicht. Aber so eine Schaden wäre nicht schlecht, ein höherer. Habe ich da irgendwo so einen Damage-Charm noch irgendwo rumfliegen? Alter, wunderschön. Jetzt müssen wir noch einpacken. Zack, macht schon 1,8. Oh, 2,2. Oh, schon 2200 Damage. Ich weiß nicht, warum er das hier mal alles liegen lässt. Ja, ich habe... Ich möchte gerne meinen Speedsack hier haben. Speedcharm 100 habe ich hier noch. Oh geil, jetzt sogar Fangel bekommen.
Was für ein Stack? KP. Ach so, das ist wahrscheinlich. Ah, okay. Wahrscheinlich eh die Dinger da reingepackt habe, ne? Wundert er sich. Keine Ahnung, was der von mir will. Oh, die geht auch gut ab. Die Raygun. Raycan meine ich. Dead Ray, auch genannt TD Dead Ray. Sehr schön, sehr schön. Er soll mal seinen Fangel da. Er braucht keinen Fangel, aha. Ja, weil er hier seine Deckray hat. Oh, das Ding da. Hm. Komischer Kauz. Also ich use immer schon meine ganzen Fähigkeiten natürlich. Jetzt werde ich hier auch nochmal die nächste Railcan hinsetzen. Mach ich hier. Weil ich mach's hier einfach. Zack. Speed Charm werde ich jetzt auch nochmal nehmen. Den anderen 300er, 400er, werde ich jetzt hier zack in die Cannon reinhauen. Das hier rein und was könnte ich nochmal genau? Den Weitschuss nochmal nehmen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da kommt nichts durch. Oh, die hat schon gut Schaden. Ah, was könnte ich denn jetzt hier nochmal rausnehmen? Ah, ich habe halt wenig Damage-Charm. Das ist natürlich scheiße. Ah, genau. Ich muss da auch nochmal drüber, was das bringt. Ah, doch. Wird dann echt gut los. Sollte ich am besten jetzt hier gleich nochmal eine hinsetzen? Zack. Erstmal die Sachen abgeben zur anderen. Und nochmal einen Weitschuss aufs Gebäude setzen. Oder sind ja einige Kisten. Ah, was haben wir denn hier? Speedcharm und schon wieder Speedcharm die ganze Zeit. Kann man mal machen, ne? Aber langsam ist das ein bisschen zu viel. Das stimmt natürlich. So, was könnte ich jetzt noch machen? Jetzt könnt ihr jetzt hier noch einen Stun-Chain einsetzen. Sunshine, sage ich schon. Ich habe mir so ein Chinesen. Sunshine. Hallo Sunshine. Nein, ich meine natürlich mit Betäubung, beziehungsweise dass sie ja, so betäubt werden. Und Critical Hit Chance 45%, das ist auch immer gut für die Teile hier. Und dann werde ich das jetzt hier auch nochmal da auch knallen. Das auch und auf die hier nochmal Weitschuss. Dann feuert die nämlich auch schon da drauf. Optimal, da kommt ja nichts dran vorbei. Kann ich gleich schon noch in so ein Türmchen setzen hier. So eine Ray Cannon. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. No longer feels guilty. Oh. Jetzt kommen die Getarnten. Die Getarnten. Ultralisken. In Welle 27. Sollte man sich merken, dass man dann auch wenigstens eine Cannon gebaut hat. Wäre schon ganz hilfreich, wenn man dann sowas hat.
So, werde jetzt hier erstmal die Fähigkeiten übersetzen. Oh, mein Teammate ist einfach ausgestratzt. Aber wir werden es natürlich zu Ende zocken. So, werde jetzt hier die, was habe ich hier raufgesetzt gerade, so eine Bombe, genau, Seeker. Ja, das ist diese komische Bombe von dem Raven. Ah, Critical Hit. Critical Hit Chance 45% nochmal erhöht. Das sieht doch gut aus. Ja, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ganz einfach. Easy going. Zack. Oh, schön. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Speed Charm 200%. Ja, können wir hier nochmal schon draufhauen. Und hier machen wir nochmal... Oh, ist auch schon voll. Haben wir den hier noch? Critical Hit. Können wir hier nochmal hinlegen. Die wir beides jetzt nochmal auf, von mir aus. Ah, Mutalisken. Ich werde jetzt mal einen Bekennenden setzen. Wegen Sicht. Alter, genau bei meinem Punkt. Da stehen die 14 nur so in der Luft. Sehr geil. Easy going. Easy going, easy going. Ah, geil, jetzt habe ich auch noch Fangel dazu bekommen. Oh, Fangel, wo ist mein Fangel hin? Ah, das muss ich doch irgendwo einsetzen können. Ah, da ich so Fangel ein. Fangel festhalten, ne? Fähigkeit von den Infestor. Oh, da steht auch fast alles. Schön in einer schönen Kurve. Oh ja. Oh, ich habe schon wieder so viele Mineralien. Nächste Rail. Ist auch schon bei Level bzw. Welle 30 angekommen. So. Jetzt was. Zack, das füllen wir nochmal rüber. Damage machen wir jetzt auch rüber. Das weiß er, schießt auch. Wir machen schon alle ganz gut Schaden, nämlich. Oh, oh, oh. Der fette Infestor. Das muss jetzt aber hier abgehen. Jetzt hat er hier so eine Schutzpanzerung. Ah, die kritten das hier doch locker weg. Na klar. Er macht's, kriegt zwar gut wieder Schild, aber... Keine Chance. Keine Chance. Der wird hier locker weggebuttert. Ah, da ist das Schild schon gleich runter und die Panzerung wird auch nicht meinen fetten, massiven Deathray-Türm standhalten. Zack, und schon direkt weggerüstet. 500 Mineralien gab es dazu. Wunderschön. Und eine kleine Kiste voller Gold. Da. Slow Charm. Und 45%. Das nehmen wir doch gerne an. Optimal. So, und das setzen wir jetzt auch nochmal irgendwo hier ein. Ah ja. Da sind wir auch schon bei Welle 32 angekommen. Haben schon gleich wieder 2400 Mineralien gesammelt. Da ist es auch schon wieder soweit. Zack, und da wird der nächste Railgun Tower ausgebaut. Und die Fähigkeiten vom einen werden jetzt zum anderen wieder vererbt. Oh, nichts übergeblieben. Oh, doch, da ist eine Kiste. Endlich, endlich. 400% Damage. Das klatschen wir doch direkt hier mal rauf, damit er auch mal direkt einen höheren Damage hat. Das geht ja auch sehr schnell mit den Leveln hier. So. Zack, zack, zack. Noch die letzten Items einsammeln. Schon gleich Final Countdown. Zack,
nochmal Nuke draufgesetzt und die letzten Fähigkeiten verteile ich jetzt hier auch mal so auf die Tower. Schade, es gab auch so richtig fette Damage Charms, die waren auch immer richtig geil. Irgendwie 1200 Damage oder 800 Damage, das knallt da mal richtig rein. Aber so ist auch schon easy. Sehr easy sogar. Boah, er macht ja sogar schon 6000. Er ist erst Level 16. Oder wenn ich da erstmal das Damage Charm dann mal reinsetze noch. 5400, Damage 400, was macht er dann? 6040. Der macht nur noch 3,8. Oh, da ist noch ein Damage Charm. Zack. Damage Charm 200. Nehmen wir, packen wir jetzt auch mal schnell hier rein. 50% Crit. Packen wir jetzt auch noch hier rein. Der will gar nicht schießen, habe ich so das Gefühl. Aber weil er wahrscheinlich keinen Weitschuss hat, ne? Na klar, das wird sein. Ich kann hier noch eine Railgun jetzt hinsetzen. Den Mineralien habe ich noch. Die komischen Steinzielots hier, die knall ich locker weg. Kein Ding. Easy going, würde ich sagen. Ne? Optimal. Was haben wir denn hier noch? Nochmal so eine Betäubungs- oder bewusstlos schlagen heißt das, glaube ich. Update. Oh, ich habe auch keine Gebäude mehr, die noch. Doch, da gibt es noch ein, zwei Gebäudchen, die noch leer sind. Ist einfach hier nochmal rein. Ah, da kommen schon die Medivacs. Auch kein Problem. Fangelsturm dabei, Nuke ist dabei. Übelste Death Ray Towers mit bis zu 6040 Schaden. Kleinster 720, der größte hat 6040,99. Sehr wichtig. So, das wird auch kein Problem mehr werden. 4 Leben habe ich verloren. Was geht ja eigentlich? So, noch zwei Sachen aufsammeln hier. Und nochmal Stürme. Stürme ist echt geil. So, jetzt kommt die letzte Welle. Welle 37. Da habe ich hier nochmal Stürme gefunden. Wo packe ich hin? Gibt es noch ein freies Gebäude? Ach, das hier ist noch frei. Ich mache nochmal kurz Stürme rauf. Kann ich noch eine dritte Rail Cannon bauen? Noch eine dritte? Das würde möglich sein. Ach, easy going, ja, was ist das denn lächerliches hier? Wo ist noch eine dritte? Eine dritte sage ich schon. Ah, da sind schon. Ist es schon vorbei? Habe ich schon den Singerungen optimal? Easy going, würde ich mal so sagen. Ja, würde mich freuen, wenn man sich hier vielleicht nächstes Mal bei RageDD US sieht. Bringt auf jeden Fall viel Bock. Schade eigentlich, dass hier mein Ellie rausgegangen ist. Aber mein Gott. Wenn ich will, der hat schon, ne? Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. Good luck in the fun. See you.